Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es auch werden wollen. Ich habe jetzt mal hier nachgesehen bei den Emulatoren. Vorher war mir das gar nicht so aufgefallen, ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass man bei diesem Chess Challenger Senori 8 und 9, dass sie sich alleine schon durch die, wie soll ich das nennen, diese Funktions... Das sind ja keine Tasten, sondern Drucksensoren. Auf jeden Fall steht hier RE, CL, PB, PV, LV, TB, DM und RV. Und bei dem Senori 8 Chess Challenger im Senori 8, da ist nur RE und CL und da sind die Figurensymbole runter. Da wollen die einen, das ist ja irgendwie Warenunterschiebung, wenn man ehrlich ist. Da verkaufen die Senori 8 als Senori 9. Daran sieht man, dass sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Wahrscheinlich hat der denen das verkauft hat, oh, das ist Senori 9 ist das hier. Dann haben die bei Wikimakus nachgeguckt, ah, ist ja bessere Geräte von den beiden. Ist aber schon ein Unterschied da, jetzt habe ich mal 500% gemacht. Level 3, dann machen wir mal, ich gebe ihm schwarz, ist einfacher. D2, D4, Achtung, Sound. So, D2, D4, D7, D5. Wir sind im Spiel. Fünffach beschleunigt das Ganze. Der Senori 9. Ich finde das schon ein bisschen unverschämt, dann Senori 8 hinzustellen und beizuschreiben Senori 9. Also, man erkennt es an den Funktionstasten, dass es nicht der Senori 9 ist. Springer F6. So, Springer F3. Der hat doch mehr Theorie, der Senori 9. Da ist ja immer noch im Buch drin hier. Der hat 3000 Positionen unter Senori 8. Der hat ganz wenig. Also wenn ihr günstigen Senori haben wollt, ich weiß ja nicht, was denen die Bewertung wert ist. Sagen wir es mal so. Dann bestellt euch einfach mal den Senori 8 für 65 Euro. Und wenn ihr den bekommt, man sieht es ja an den Bildern. Weiß nicht, ob man noch behaupten kann, man hätte den Senori 8 bekommen. Obwohl der 9er, man drückt man den eine schlechte Bewertung rein. Also man erkennt es an den Tasten, wo R, E und Zell und Figurensymbol ist, das ist der 8. Und bei dem sind keine Figurensymbole, sondern ist hier PB, PV, LV, TB. Das erinnert auf jeden Fall sehr an den Avantgarde. Also diese Funktionstastenbelegung. Das Problem ist nur, man sieht ja, man kann nicht irgendwie abschätzen, wie schnell er jetzt läuft. Ich habe bei den Frames geguckt, also das scheint das noch zu machen hier, diese Beschleunigung. Das ansonsten schreibt er meinetwegen, wenn ich hier den Avantgarde 11 oder sowas nehme, 130 MHz oder so, dann schreibt er irgendwie 40% Frames. Dann sieht man, da ist ja schon ein alter Laptop, das ist ja wirklich nur hierfür da. Ich mache auch diesen Laptop, das ist sogar offline. Das Einzige, was ich mit diesem Laptop mache, ist das hier, diese Emulatoren. Deswegen fand ich das so gut. Das ist ja mal geändert worden. Also die Grafik von den Emulatoren, die wurde mal nicht dargestellt. Und verändert wurde dann hier, dass das alles auf Auto stand. Und deswegen kann ich das auf meinem Laptop auch machen hier. Ohne das alles auf Auto zu stellen. Das fand ich richtig gut. Ja, überlegt der Super-Expert, was er machen kann. Rochade ist zu empfehlen. Er hat überlegt, ob er E4 machen kann. Wäre auch gegangen. E4 drückt erstmal E5. Läufer D7. Also irgendwie scheint dieser Level wohl... Ich dachte, das wäre 80 Sekunden, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein hier bei dem Level. Bin jetzt auf Level, bin ich jetzt... Nicht auf Level 1. Das heißt, es ist Level 3. Wie mache ich denn jetzt, dass er den Level beibehält? Springer G5.
Der piepst jetzt wie wild, weil er ja hier das mal Schachgebot. Wie bei der Challenger 8 auch hier von mir. Wenn er ein Schachgebot gibt, dann piepst er. Ist Springer G4 Schach und dann Dame G5 schlägt. Komisch, dass er das nicht gesehen hat, der Super-Expert. Wildes Dauerpieps ist wie angesagt. König G1. Wenn ich jetzt Dame G5 schlägt, Läufer H7. Dame G5. Läufer H7. Also man sieht schon, der ist schon besser als der Senori 8, der Neuner. Ah, dass dann Senori 9er mit Senori 8 bezeichnet werden. Läufer E4 und das könnte man noch Dame H4 ziehen. Dame H4, ach, Läufer G4 schlägt. Ach, was mache ich denn jetzt schon wieder? Jesus, ich kann doch keine Züge zurücknehmen. Was ist denn los? Ach, Take Back ist bestimmt zurücknehmen. Wo ist der Läufer, der da stand? Wo ist Take Back? So, und jetzt hier den natürlich, also ein bisschen die Maus verzogen. Und jetzt geht doch Dame H4. Ist mir kaputt. Der hat zumindest Dauerschach. Remy hat er in der Tasche. Ach, hat er gar nicht, hat er keinen. Ach, Jesus, Lepo, was ist da los mit deinem Brain? Ich hab's doch nicht gekommen, Zane. Dame Schach und König F1 und Dame Schach König E2. Hm. Schade, Marmelade. Ah, da muss ich immer aufpassen. Da muss ich nicht einfach gucken, wenn er nicht weiß, wie den Unterschied, dann hat er auch ein anderer Senori 9, der als das Senori 8, der als Senori 9 verkauft werden sollte. Also im höheren Sinn ist das doch schon Warenunterschiebung. Dass ich sage, oh, hier haben sie den Senori 9. Und man kauft aber den 8er. Jetzt seid ihr gewarnt. Ihr erkennt es an den Tasten. Wahrscheinlich könnte man Vicky auch den Unterschied sehen. Lipo war nur ja gebannt. Bauer schlägt C3. Na, ging wohl doch nicht. Hat er einen Bauern überhaupt verloren? 2, 4, 6. 2, 4. Hat kein Bauern verloren. E6, E5. Steht echt so auf Verpackung drauf beim Senori 9. Bestes kommerzielles Gerät bei der Weltmeisterschaft 82. Ja, hat jetzt den Vorteil der Senori, dass er auch im Permanent Brain jetzt schneller rechnet. Da hatte ich gar nicht drauf geachtet, dass die Seitentasten ja auch anders sind. Dann sagen die wahrscheinlich, wenn den dann kauft und sagt, man kann sich einfach blöd stellen. Stell dich blöd, dann geht's dir gut. Einfach eine schlechte Bewertung reinbrezeln. Einfach so drohen. Ja, was wir machen, was wir zurückgeben, das Gerät. Und daran sieht man, dass sie selber auch keine Ahnung haben. Dass die den Senori 8 als Senori 9 verkaufen. Also wenn ich mir das jetzt so ansehe, der Unterschied ist doch erheblich bei den Tasten. Die ganzen Funktionstasten sind ja alle anders. Ja, bis auf RE und CL ist alles anders. Aber 149 Euro habe ich momentan keine Lust drauf. Weil ich hätte ja nicht diese beschleunigte Version, ich hätte ja die Standardversion. E5 schlägt. Turm D8. Was ist ja, ich weiß. Beim Senori 8 ist Level 3 80 Sekunden pro Zug. Turm B1. Also wenn das hier so Pi mal Daumen 20 Sekunden bei 500%. Zehnfach beschleunigt werden 8 Sekunden und das Doppelte werden 16 Sekunden. B7, B6 vielleicht. So, Dauerpieps ist wie angesagt, wegen Schlachtgebot. Ja, daran merkt man doch schon, dass er beschleunigt ist.
Also TB ist Take Back, LV ist Level. Bei RV wüsste ich nur, dass ich damit ihn dazu bringen kann zu ziehen mit RV. Also das sind schon die, hier sieht man schon die Funktionstasten des Avantgarde. Aber PB, das weiß ich nicht, PV weiß ich auch nicht. Läufer D2. Na komm, mit Läufer A2 steht jetzt den Bauern zurückgewinnen. Oder B6, weil B7 hängt. Achtung, Lippo, dein Gehirn. So, Turm B4 greift die Dame an. Und, ja. Vielleicht. Ja, ich glaube nicht, dass er mit Liebäugel dann. Na gut, dann mal mit Läufer E1. Na, geht ja gar nicht. Was Dame mit Schach und Lippo? Achtung, dein Gehirn. Meine Güte. Dame E2. Ja, es droht eventuell Läufer E1, dann Turmschach. Aber was hast du davon im Großen und Ganzen? Die Turmlinie? Dame E5 schlägt. Turm wohin? Turm E4. Also das wäre eben der Nachteil, wenn man die Originalgeräte hat. Da würde damit mit 2 MHz oder was laufen. Und dann würdest du wirklich die 80 Sekunden warten pro Zug. Das wäre so ein bisschen das Problem. Deswegen ist im Zweifelsfalle doch die Emulation besser. Und gegen wen will ich den Seniori 9 spielen lassen? Das wäre noch das Problem. Gut, die könnte ich gegen Primo spielen lassen. Zumindest hätte man hier mit einem Gerät, was bei der Weltmeisterschaft genauso, weiß nicht, ob da getuned gewesen ist oder sowas. Läufer F5. Ja, zumindest hat er verschiedenfarbige Läufer, also ist das Remis schon durchaus greifbar. Läufer H4. Ach Gott, ist der Turm weg? Ist das doch pleite? Dame H5. Okay, nächste Figur sollte verloren gehen. Läufer D8 schlägt. Läufer schlägt. Ach, das kann ich ja nicht zurücknehmen. Interessant. Der ist ja gefesselt. G2, G4. Das kann ja dummerweise den Läufer nicht angreifen. Dame E5. Und jetzt kann er theoretisch den Läufer schlagen. Dame Schach, König F1 und Dame Schach, König E1. Ja, versucht die Bauern mitzunehmen, so viele er kriegen kann. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Hat er ganz viel weniger. Ein Bauern hat er dafür okay, aber es ist ja wohl keine Kompensation. Hat er gepiepst. Ich piepse, also bin ich. A2, A4. Er hat auf jeden Fall schon mal mehr Theorie. Da war ich. Ich kannte mich mit den Geräten ja nicht aus. Da habe ich hingeschrieben, ob das der Achter wäre. Weil der Neuner hätte die Theorie, der Achter nicht. Der Achter hat ja auch Theorie, aber minimal. Der Unterschied ist, dann sieht es ja schon jetzt auf dem Bild. An diesen Senoris habe ich mich nie beschäftigt. König F8. A5. König E8, B6 schlägt, König D8 schlägt, A7 schlägt. Der auch schon hat eine Grenze. B6, B5. Das ist schon mal ein Freibauer.
Läufer H4. Ja, schade, dass es nicht die Möglichkeit gibt, diese die Emulatoren im Megahertz-Bereich zu beschleunigen, aber dafür gibt es halt das Phoenix-Modul, weil da geht das ja in Megahertz. Also nicht 500% oder so, sondern da macht man irgendwie, ja, mal wegen 100 MHz oder sowas in der Art. Damit C5 Schach. Da könnte ich, ja, könnte nach E8, jetzt geht das schon. Er hat ja keinen Grundreinschach. Lippo, immer ruhig mit den wilden Pferden hier. Wenn es den Grundrein Dame A8 Schach hätte, dann würde es, ja, König G8, dann ist auch kein Matt. Damit die 4. Er ist ja noch im Quadrat drin hier, da wohl, ja doch. Also Damentausch B4, König E2, dann König D2, König C2. Lippo macht das geschickt mit den Fingern. Er hat keine Pfeile, mit denen er das machen kann. Ja, muss er doch nehmen, sonst hätte er auf die Dame. Und Damen zu verschenken. Das war schon der Knaller, wie ich den Super-Expert C bekommen habe. Ich hätte doch nie für Träumen gewagt, mal den zu haben. König E2, er ist locker im Quadrat. Und außerdem, ja, Läufer F6 wäre ja nicht egal. Läufer E7, wenn er aus dem Quadrat draußen gewesen wäre, wäre Läufer E7, B3, Läufer A3, also das wird ja auch nicht funktioniert. Ich renne, ich renne, ich renne. Die Sonne brennt, der Bauer rennt. Ja, B2, König C2. Da müsste neben dem Super-Expert schon die Sicherung rausbrennen, wenn das noch irgendwie was bringen soll. Und, ach, weißt du was, lass uns mal User-Anstalt gleich mal machen hier. Das hat ja keinen Sinn, das ist einfach die Figur mehr. Man hätte so aus Joke mal Läufer B6 machen können, also bevor dieser Stellung. Weil wenn er nimmt, dann wäre der Bauer aus dem Quadrat gewesen. Jetzt geht das. Ach, geht immer noch. Ach, A6! Wenn er schlägt, kommt Bauer A6 und dann ist der Bauer aus dem Quadrat. Guck mal, Lippo, ich habe auch einen Bauern. Ich meine, einen super Experten. Ich habe auch einen Bauern. Der will auch eine Dame werden. Bauer hat ins Kissen mit der Ini werden. König B2 schlägt, rechne ich mal mit. Mich würde nicht mal wundern, dass er den Läufer schlägt. Oh. Man muss sich immer vor Augen halten, dass das hier ja 500% beschleunigt ist. Man müsste 80 Sekunden ist das pro Zug. Glaube ich jedenfalls. Wenn es die gleichen Level sind wie bei Sinori 8. Witzig finde ich beim Agathe. Da wissen die selber noch nicht mal, was welcher Level ist. B4 ist, glaube ich, Level 30 Sekunden pro Zug. In der Anleitung steht aber drin, so nach dem Motto, wenn sie auf Level 1 standen, dann stellen sie eine Stufe höher. Dann sollen die Level 2 spielen und wenn die dann Level 3 und so weiter und so weiter. Läufer F8. König D4, eigentlich kann man ja abwürgen. Und jetzt kann man ja einfach mit dem Läufer nach H6 ziehen. Das brauche ich ja nicht erzählen, dass das beliebig gewinnt. Aber Zugzwang oder Läufer G7. Läufer H6. Er reicht nicht 80 Sekunden.
gibt es einfach das Läuferschach. Läufer F4-Schach. Und dann marschierst du entweder zum Königs- oder zum Damenflügel, je nach Bedarf. Und der Bauer auf A5, der steht auch auf dem schwarzen Feld. Das kommt auch noch dazu. Na gut, König F5, König A5, König F5. Da kannst du doch immer König E6, der Bauer marschiert, der Läufer schlägt den Bauern. König C4. Guck mal, die Endspielkenntnisse hier. Sind sie nicht fantastisch? König D7. König D5. Wenn man da nicht genau hinguckt, dann kaufst du dir den, weil du keine Ahnung hast, denkst, das ist der Senori 9 und kaufst den Senori 8. So, zieh ich mal den Stecker. Der Super-Expert holt sich jetzt den Bauern ab und das ist doch alles Agonie nur noch. Ja, auch mit 500% bringt es das nicht hier für den Senori. Schau, FPS mache ich mal. Ja, schwankt zwischen... Ah, schwankt aber sehr stark. Aber das Höchstweise kriegst du 469. Aber wenn es nur 300% ist. Egal. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.